Nummer 7. Ne, da ist noch kein Cut hier drin. Okay, ich habe jetzt gerade schon einen Cut. Schranklänge 5,2 Kilometer lang. Unterschied in Höhenlagen minus 251 Meter. Schnee 47%. Festgefahrener Schnee 53%. Aktuelle Position erster in 30 Minuten und 8 Sekunden. Wir dürfen unser Fahrzeug wahrscheinlich wieder voll reparieren. Jawohl. Oh, ist das geil. Die behalte ich auf jeden Fall, die Techniker, bis zum Ende. Ja. Auch schon allein wegen den Bonis. Ey, das macht so viel Fun. Und wir sind bei Folgen 80, glaube ich, mittlerweile. Aber es macht immer wieder Bock, dieses Spiel zu zocken. Links 3, halb lang. Eine 4 kannst du auch Vollgas geben, wenn sie aufmacht. Links 3, Überkreuzung. Das kenne ich doch schon alles irgendwo. Ja, das hatten wir doch schon mal vorhin. Gib mal Gas, Philipp, gib mal Gas, dann kommt der Wagen auch besser rum. Hab ich hiervon nicht auch die Wand geknutscht? Okay, so lang fand ich die jetzt nicht. Vielleicht gibt es auch eine Steigerung dann in den anderen Etappen. Ich würde es mir, oder in den anderen Events besser gesagt, ich würde es mir echt wünschen. Rechts 2 Kuppe. Was ich eher beeindruckend fand, dass man auch mit einer Strafe durchaus den ersten Platz holen kann. Macht auf und macht wieder ein bisschen zu. Ah, hier macht es jetzt zu. 10 Sekunden. Da könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was eure Lieblingsetappe ist. Oder ihr Lieblingsevent von den 6. Habt ihr da irgendeinen Liebling? Also bei mir ist es ganz klar Schweden. Da warnt er mich nicht so wirklich vor. Okay, es war auch jetzt ein bisschen optimistisch in die 4. Rechts 2 macht auf bis 40, können wir Gas geben. Rechts 15 Sekunden, okay. Na gut, ich weiß nicht, der Kuppel ist ja nicht dabei, der ist eigentlich immer der Beste. Aber ich denke mal nicht, dass es daran momentan liegt. Den würde ich selbst sehen, würde ich glaube ich momentan schlagen. Die macht auf, hat er gesagt, und die ist lang. Die macht immer noch zu. Das hat er vorhin nämlich auch schon mal falsch angesagt. 16 Sekunden. Hier, ich gib's euch jetzt aber hier mal richtig gerade. Geil. Ich find's gerade einfach nur absolut geil. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch eine gewisse Spannung ist, aber der Kumpel ist jetzt mitgefahren vorhin. Ich habe ihn in 16 Sekunden drauf gedrückt. Okay. 1, 32 und 2, der 2 Minuten auf dem dritten. Dass ich das noch erleben darf. Ich darf mich auch mal selber loben. Weiter geht's in Schweden. Wir haben momentan einen Lauf, ja. Schreckenlänge 6,6 Kilometer lang, Unterschied in Höhenlang plus 65 Meter Schnee, 69% festgefahrener Schnee, 31%. Aktuelle Position erster in 33 Minuten und 28 Sekunden. Also es muss schon viel passieren eigentlich, damit ich das hier noch jetzt weggebe. Die Führung. Ja, aber es geht noch, weil ich mich komplett rumgedreht habe. Klar, es hat das trotzdem gekostet, keine Frage. Links 5 und Welle. Rechts 6.
6. Noch Gruppe, gleich Sprung. Links 5. Rechts 5, halb lang, 60 Bälle. Rechts 4, halb lang, 40. Links 4, lang, noch Gruppe, 40. Jawohl. Und links 4, Inhalt. Rechts 3, noch Gruppe, Verkreuzung, 16. Rechts 3, noch kleine Gruppe, 40. Links 5, Verkreuzung, 60. Achtung, rechts 2. Bei Gruppe 40, kleine Gruppe, Bälle. War das zu verhalten? Rechts 5, halb lang, Gruppe. Ja. Wo kommt denn mal die Messzeit? Ah, knappe 3 Sekunden. Sehr schön. Aber nicht schön insgesamt. Jetzt kommt hier. Wow! Eine 4. Das hat doch Zeit gekostet, dass es gebracht hat, oder? Links 4. Rechts 2, 6, 7, 3, 14. Links 3, überwenden. Rechts 2. Mach auf Land 60. Rechts 4, 60. Jawohl. Links 4, Land, mach zu. Ja, mach doch noch ein paar Fotos, wenn ich vorbeikomme. Links 2, Land. Ich habe da sogar noch Zeit rausgeholt. Da frage ich mich aber, wo ich da die Zeit raushole, obwohl ich kleine Fehler einbaue. Links 4, rechts 3. Links 4 und dann 150, das heißt einfach nur Vollgas geben jetzt. Links 4 lang, macht zu. Rechts 4 lang, macht auf und macht zu. Über Kuppe 100 Grad. Macht auf oder macht sie erst? Ja, sie macht erst auf und dann macht, genau, dann macht sie zu. Nö, nicht wirklich. Rechts 5, 40, Kuppe. Rechts 2, halt lang. Macht auf. Die Sprünge sind nicht immer ohne. Links 3, lang, lang, lang Kuppe. 90 Grad senken. Ach, das war doch auch gerade die Stelle, die ich verkackt habe. Aber diesmal nicht ganz so schlimm. Ja. Jawohl. Rechts 4. Links 3, klein. Kuppe, Welle, 60, Kuppe. Rechts 5, beachten. 40, Welle. Rechts 4, lang Kuppe, 60. Mit sich halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. 40, rechts halten. Hier ist alles Kuppe, Sprung. 40, links 6. Rechts halten, über kleine Kuppe, Welle, bis 10. Wie viele Sekunden? Ich habe jetzt nicht gesehen. Das ging mir viel zu schnell zum Schluss. 3, 43, das sind wie viele Sekunden auf Kuppel? 9, ja, immerhin, ne? Das muss man erstmal rausfahren. Da waren aber auch wieder Fehler drin. Und das finde ich dann immer so interessant. Du kannst Fehler auch einbauen, aber du kannst trotzdem die noch schlagen auf Elite. 1,49 mittlerweile und der Kuppel, ne, der wird sich nicht mehr nach vorne arbeiten. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Da, zum Beispiel den Dreher ganz am Anfang, aber der hat nicht so viel gekostet.